Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Rocky Road oder Shady Glade? Wir nehmen mal die Schattenlichtung, würde ich sagen. Also hier lang. Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Komm, ich helfe dir. Und ich habe gerade schon einen Schock bekommen. Ich habe gedacht, ich komme jetzt gerade rein, begrüße euch und wähle direkt das Falsche und irgendjemand stirbt oder sowas. Das ist im Moment... Ah, so kann ich drehen. Ja, Schattenlichtung ist natürlich auch nicht so schön, aber... Was ist denn das da hinten? Da ist ein Zaun. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten, aber wir gehen jetzt mal einfach dahin. Ich habe mir nur gedacht, dass Felsen sich irgendwie ein bisschen brutaler anhörten, dass man da eventuell stürzen könnte und so. Und da das ja so aufgemacht ist vom Stil her wie die... Oh, sehr schön. Wie die Dark Pictures-Reihe. Halb wollte ich mir das dann doch lieber ersparen. Oh, hier ist was. Oder auch nicht. Wohin führt uns dieser Bach überhaupt? Zum See. Ja, klar. Dumm. So, das war doch eine hochintelligente Frage. Und eine hochintelligente Antwort. Der Bach führt zum See. Kann man hier... Ist das so offen irgendwie? Da klebt doch irgendwas am Baum. Nee, das sieht nur so aus. Das ist schön, dass du hier so stehst, damit wir gucken können. Aber ich dachte eigentlich, wir gehen weiter. Die läuft mir immer so ein bisschen blöd mitten im Weg rum. Das ist ein bisschen nervig gerade. Wo können wir denn... Hier ist auf jeden Fall der Weg. Ich denke mir mal, dass wir wahrscheinlich eher am Weg bleiben sollten. Was ist das denn? Wir sind ja gar nicht neugierig. Sieht aus wie eine Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt verpennt. Camp Beweismaterial. Ich glaube, es war unter Beweis... Ne, jetzt bin ich zu weit. Ich glaube, es war unter Beweismaterial, oder? Letzte Fiole? Nee, das war kein Beweismaterial. Okay. Hinweise? Finden wir doch Rangerbox hier. Eine verschlossene Kiste im Wald. Darin befinden sich Kleidung zum Wechseln, Wasser und Proviant. Vielleicht für Ranger? Gibt es in diesen Wäldern überhaupt Ranger? Geschichte der Hackets ist das drunter. Okay. Na gut, auf jeden Fall haben wir noch was gefunden, was wir einsammeln können. Das ist schon mal gut. Übrigens, wenn ich irgendwie plötzlich weg sein sollte während der Story oder mich ein bisschen komisch anhöre, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich die letzten Tage, ich glaube, rechts müssen wir weiter, oder? Dann gucken wir hier mal kurz. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich die letzten 3 Tage ganz wenig geschlafen habe. Und mich gerade dazu zwinge, in diesem Zustand trotzdem weiter aufzunehmen. Also entweder werde ich total überdreht sein. Der Weg muss oder ganz sehr in der leise. Nähe sein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Ah.
Der Ausblick ist... Wow, Abby, das ist echt gut. Nein, nein, das ist nichts. Nein, glaub mir, ich mein's wirklich ernst. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser an alles zu erinnern. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Ja, gut möglich. Ich meine, nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich mein, kann sein, ich weiß... nur nicht welche. Du findest das raus. Also ich würde ja jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit da sitzen bleiben. Hey, hörst du das? Hm? Ist vermutlich nichts. Nein, nein, hör mal. Da ist irgendwas. Oh. Da! Er ist so winzig. Das könnte ich sein. Oh mein Gott, er ist so süß. Aber wo sind die Eltern? Sachte. Sachte. Rette Abby? Okay, jetzt verstehe ich zumindest, was die meinten. Und stellt sich hinter sie. Ja, geil. Oh Gott. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, kleines Wildschweinchen. Eine Sau trifft man nicht oft. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Wir sollten zurückgehen. Ihr lauft in die falsche Richtung. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Das finde ich cool. Ich mache nämlich auch super gerne... Ach so, so geht das. Super gerne Fotos. Kann man hier irgendwie reinzoomen? Scheint nicht so. Rechts, links. Nee. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht...
Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? In dem Baumhaus war ein Licht. Also ich habe keins gesehen, aber okay. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Hallo? Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Die Hexe? ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Es war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick eine neue Freundin. Oh, erzähl. Wow. Oh. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall, nein. Ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon, da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis, Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Wirst schon sehen. Jawohl! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Yeah. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber... falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Oh, kommt nicht vor. Oh Gott. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ja, ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt. Alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen.
Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Wie war deine Zeit mit Emma? Ja. Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Wir haben etwas geflirtet. Sie ist richtig smart. Ja. Ja. Bist du zum Schluss gekommen? Spar dir das. Nee, nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lasst den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Schöner Schuss. Nur Glück. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay? Wow, Alter, Panabüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Butterpops-Jingle. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Aber realistisch. Bam! Ihr dachtet, das wär's. Was zur... Wow. Pop, pop, Peanut Butter Butter Pops. Treffer versinkt. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Kommt, Leute. Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also, Dylan-Style. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln. Ja,
Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Es war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Unterbrechen? Nee. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay. Ich weiß nicht. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Ruf. Bin ganz offen. Okay. Dann lass doch mal hören. Klar doch. Du und Mr. Hackett. War ja klar. Was habt ihr in dem Büro gemacht? Wir sprachen über sie, die Hexe von Hackett's Quarry. Er bat mich, die Gruselstory sein zu lassen. Du glaubst doch nicht daran, oder? Ich sehe die Dinge gern von allen Seiten, ohne Vorurteile und so. Gut, glaube ich, dass eine alte Geisterlady herumschwirrt und Menschen auffrisst? Jetzt frisst sie einen? Aber die Idee ist doch ganz lustig, nicht? Lass dich nur nicht heute Nacht fressen. Das wäre ein echter Stimmungskiller. Gib mein Bestes. Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre, Mann, komm schon. Okay. Ich sage, du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool! Oh, fuck yes, ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Ja, finde ich keine gute Idee. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto, du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Schön, Veto. Wisst ihr was? Leck mich doch, okay? Nehmt jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich dran. Mach doch. Emma. Ehre. Emma, also du küsst... Jacob. Oder... Oh. Nick. Na dann. Ja, sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Das war klar. Im Ernst jetzt? Es reicht. Es reicht! Danke, Nick. Er ist gut. Du
Du knutschst meine Freundin, Arschloch? War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Bitte, mein Kind. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern.